vorbereiten. Ich wollte Ihnen gerne noch eine Frage stellen, die mich ein bisschen hat aufmerksam werden lassen, Frau Nallenger. Sie haben an einer Stelle gesagt, Sie zweifeln daran, an der Ernsthaftigkeit bestimmter Akteure, ob die den verstanden haben, wie schnell es gehen muss und wie tiefgreifend die Transformation sein muss. Können Sie das nochmal, an wen dachten Sie? An Politik, an Wirtschaft, an bestimmte Unternehmer? Oder kommen wir da sozusagen einer Sache auf die Spur, die vielleicht entscheidend ist, dann tatsächlich Tempo aufzunehmen? Also ich glaube, dass das sowohl gerichtet ist in die Automobilindustrie hinein, allerdings auch in die Politik. Ohne politische Vorgaben, ohne Flotten- oder Quotenvorgaben wird die Transformation nicht so schnell gehen. Und durch meine Gespräche mit der Wirtschaft, aber auch mit der Politik, habe ich schon den Eindruck, dass das noch nicht verstanden worden ist, dass die Zeit tatsächlich drängt und dass wir einen Zahn zulegen müssen. Und dass die Dynamik auch einfach schneller gehen wird. Also so in beide Richtungen. So, jetzt diskutieren wir das nämlich genau mit den von Ihnen genannten Akteuren und zwar mit einer Person aus der Politik. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist, Cem Özdemir. Jetzt, kannst du gerne hier zu uns kommen, dich zu uns gesellen. Jetzt im Moment Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur, also genau das, was wir brauchen. Also hier sind diese Höckerchen. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr darauf sitzt. Ihr könnt es auch mal ausprobieren. So, das federt so ein bisschen. Und wenn es euch unheimlich ist, dann können wir auch gerne stehen. Ich für meinen Teil stehe lieber. Ich habe sonst Angst, da hinten runter zu kippen. Und ich freue mich sehr, dass Frau Brüning da ist. Und Frau Brüning ist hier die Leiterin der BMW-Repräsentanz in Berlin. So, warum stehst du jetzt hinter dem? Alles gut? Ja, jetzt nochmal vernünftig die Vorstellung etwas ausführlicher. Schön, dass Sie zu uns kommen konnten, Frau Brüning. Es ist ja gerade relativ spannend in Ihrer Branche mit VDA und so weiter. Sie sind hier in Berlin eine der ersten Frauen, habe ich gelernt, die in der Automobilbranche eine solche Position innehaben. Sie vernetzen die Stakeholder-Dialoge in Richtung Wirtschaft, in Richtung Politik in der BMW Group. Sie waren 15 Jahre lang eine der leitenden Redakteurinnen beim Fokus für Politik und Wirtschaft. Und sie kümmern sich dadurch unter anderem schon lange um nachhaltige Mobilität. Das ist ja auch ein bisschen das Thema des Unternehmens. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass Sie in Sachen Nachwuchsförderung aktiv sind, auch als Mentorin für junge Talente und in verschiedenen Vereinen. Sie haben Stationen in Bonn, in Kalifornien, ich will das jetzt nicht alles aufzählen, Tel Aviv, Bukarest und so weiter hinter sich. Also auch ein bisschen ein weiteres einen Blick über die Welt. Und Cem, dass du ein Baden-Württemberger bist und deinen Wahlkreis in Stuttgart hast, das wissen eigentlich alle, aber man muss es immer noch mal sagen, weil es so schön ist und weil es jetzt auch eine große Rolle spielt. Du warst im Europaparlament, also das heißt, das ist mir wichtig, dass wir das Thema Europa ein bisschen mit hineinnehmen in die Diskussion, wenn ihr daran denkt, dass wir natürlich in Sachen Mobilität nicht nur bei Deutschland, wir sind ein großes Land, aber wir sind eingebunden in einen Binnenmarkt, der für unser wirtschaftliches und politisches Überleben wichtig ist und ein wichtiger Bezugsrahmen ist, auf dem auch was passiert, wenn wir das mit einbeziehen. Ja, Sabine Nallenger hat Treiber genannt, sie hat Megatrends aufgezählt, hat dann über Treiber gesprochen. Wenn wir das nochmal das will ich vielleicht am Anfang sagen, und den etwas mich bedrückenden Satz gesagt, der Verkehr ist eigentlich immer gewachsen. Jetzt brauchen wir ein Wachstum an Mobilität, das können wir gerne haben, aber weniger Verkehr. Und das ist der Trick, ja, das ist so ein bisschen wie mit der Entkopplung des Ressourcenverbrauchs vom Wachstum. Ist das möglich? Kriegen wir sozusagen so eine Wende im wahrsten Sinne des Wortes mental wirklich hin? Darüber müssen wir reden. Wer hat da auch welchen Anteil an dieser Wende?
Ich schlage vor, dass wir es jetzt so machen. Vielleicht ist es möglich, dass Cem Özdemir und Nicola Brüning Reaktionen nochmal auf das, was Sabine Nallinger gesagt hat, bringen. Dann gucken wir uns nochmal die Bereiche an. Auf der einen Seite die Klimageschichte, auf der anderen Seite die Digitalisierungsgeschichte und der dritte Punkt, über den ich auch gerne nochmal reden würde, deswegen auch meine Frage nach der Ernsthaftigkeit. Brauchen wir Verhaltensänderungen? Und wie bringen wir das auch wirklich unter die Bürgerinnen und Bürger? Dass, wir können weder Politik noch Markt machen, wo Bürgerinnen und Bürger nicht mitmachen. Ja? So, wir brauchen das. Und dann soll es ausführlich Gelegenheit geben, das ist jetzt ja hier auch die letzte Chance an diesem Tag, miteinander ins Gespräch zu kommen. Da sind Sie dran, wir haben ausreichend Zeit. Aber ich würde jetzt gerne mal euch beide bitten, so ein bisschen Reaktionen auf Sabine Nallingers Input zum Thema Megatrends und Treiber zu geben. Tim, magst du anfangen? Dann fange ich mal an. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich kann mich eigentlich im Wesentlichen Sabine Nallinger anschließen, was sie gesagt hat. Ich fand die Punkte gut gesetzt. Zum einen glaube ich, wir reden ja, das Thema heißt ja Schlüsselindustrie, Umbau der selbigen, also das Auto ist damit gemeint. Man kann aber, glaube ich, über das Thema Umbau der Schlüsselindustrie, Klammer auf Auto, Klammer zu, gar nicht reden, ohne dass man auch über die anderen Verkehrsträger redet. Also das ist schon mal der erste Punkt, den ich auch so sehe. Denn die Verkehrswende wird nicht funktionieren, wenn wir 47 Millionen fossile Verbrenner durch 47 Millionen batteriebetriebene Elektromobile ersetzen. Dann haben wir zwar deutliche Fortschritte beim Thema Lärm, dann haben wir deutliche Fortschritte bei der Luftqualität, bei CO2, gar keine Frage. Aber das Platzproblem in den Städten wird nicht gelöst und eine Menge anderer. Also geht es beim Thema Verkehrswende auch um die Frage, dass es weniger Autos werden. Das ist mal das Erste, das muss man, glaube ich, auch offen sagen, weil das ja Konsequenzen für die Automobilindustrie, für die Zulieferer hat, über die man einfach ehrlich sprechen muss, sonst redet man immer ein bisschen aneinander vorbei. Das ist mal das eine. Das andere ist, damit einhergeht auch, ich bin ja jetzt als Ausschussvorsitzender auch immer oft im Gespräch mit unseren Nachbarländern. Die Dänen waren schon mal zu Besuch bei uns, die Schweizer waren zu Besuch bei uns, die Niederländer haben wir besucht. Und ich kann sagen, wenn zum Beispiel die Schweizer zu Besuch kommen, ist es gefühlt wie ein Besuch der ersten Welt bei der dritten Welt. Wobei wir nicht die erste Welt sind, um das mal sehr klar zu sagen. Da geht es um die Rheintalbahn, da geht es um die Südbahn, da geht es um viele andere schöne Bahnprojekte wie die Gäubahn. Und die fragen dann immer, wann gedenkt Deutschland fertig zu sein mit den zugesagten Verkehrsprojekten. Und ich schaue dann als Ausschussvorsitzender immer in das weite Rund. Und so ein bisschen ist das wie früher bei mir im Chemieunterricht, dass die Vertreter der Regierungsfraktion dann immer schauen, ob sie irgendwas fallen gelassen haben und hoffen, dass sich irgendjemand schon melden wird. Es meldet sich aber natürlich niemand, weil niemand in der Lage ist, die Frage zu beantworten, wann zum Beispiel die Rheintalbahn mal fertiggestellt wird. Jetzt könnte man sagen, was hat das mit dem Thema hier zu tun? Dass die Bahn systematisch kaputt gespart wurde, dass die Radwegssituation in Deutschland so ist, wie sie ist, dass du mit dem SUV sicherer deine Kinder in die Schule bringst wie mit dem Fahrrad an vielen Standorten. Das hat schon, glaube ich, auch ein bisschen Zusammenhang. Den kann man nicht wegdiskutieren. Weil offensichtlich haben diejenigen, die die letzten Jahrzehnte zu entscheiden hatten, geglaubt, zu Recht oder zu Unrecht, aber man muss es ja erstmal, Politik beginnt mit der Wirklichkeitsbetrachtung, glaubten sie ja, ein starker Automobilstandort, gegen den ja erstmal nichts spricht, erfordert schlechte Radwegssituation. Kaputtsparen der Bahn. Weil anders rational ist nicht zu erklären, dass wir 5400 Kilometer bei der Bahn von 94 bis heute abgebaut haben. Anders ist nicht zu erklären, dass wir 60% elektrifizierte Eisenbahn haben, die Schweiz 100%. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, die Bahn verrotten zu lassen, muss man auf gut Deutsch zu sagen. Weil nichts anderes hat man gemacht mit den Knoten. Das konnte man ja sehen, dass wenn man nicht saniert, das weiß jeder, dann passiert was. Nämlich da geht es kaputt. Das ist ja Volkseigentum. Das ist ja nicht Privatbesitz von CSU-Generalsekretären, sondern es ist ja irgendwie, es gehört uns allen. So, und das hat man so entschieden. Und damit haben wir jetzt zu tun. Und es ist völlig klar, da muss jetzt dramatisch sich was ändern. Also das hat auch was mit der Zeitachse zu tun. Das ist auch nicht so, dass wir da beliebig Zeit haben. Und das Zweite, was ich sagen wollte zum Auto, die Dekarbonisierung, die beschränkt sich natürlich nicht nur aufs Auto, sondern die beschränkt sich
auch auf die LKWs, also die erweitert sich auch um die LKWs, um die Schiffe, um die Flugzeuge, auch um den Teil der Schiene, die nicht elektrifiziert ist. Also auch da braucht man Lösungen. Ich finde, das würde ich mir jetzt wünschen, dass man da einen nationalen Konsens hinbekommt, den wir leider nicht haben in Deutschland bis jetzt in der Politik, würde mir das aber wünschen. Ich glaube, beim Auto ist die Messe gelesen. Nächstes Jahr kommen jetzt 300 europäische Modelle auf den Markt, die batteriebetriebene Elektromobilität haben. Bei VW hat man jetzt ja die große Feier in Zwickau. Das ist jetzt erstmal das, was beim Auto kommt und übrigens sich auch durchsetzen muss. Denn wenn das sich nicht durchsetzt, dann werden Sie und werden die anderen das Geld gar nicht erwirtschaften, das Sie brauchen, um es zu reinvestieren für andere Antriebsmethoden der Zukunft. Insofern Vorsicht an der Bahnsteigkante, wenn die Kollegen von der FDP und zum Teil von der Union sagen, das Ganze muss doch technologieoffen sein, dann ist das nicht bei allen sicherlich, aber bei manchen auch eine Metapher für Nichtstun. Eine Metapher, dass man den Status quo beibehält. Das hat nichts damit zu tun, dass sie technologieoffen sein wollen, sondern sie meinen eigentlich, aber sie trauen sich nicht, das offen zu sagen. Wir wollen das Ganze so belassen, wie es gegenwärtig ist. Also das bedeutet, dann war es das mit dem deutschen Auto. Und jetzt letzter Satz. Wie geht das? Das geht nur, wenn man nicht, so wie es bislang ist, eine Teilung haben in der Politik entlang der Parteigrenzen, sondern so wie beim Atomausstieg, wo man sich ja irgendwann mal parteiübergreifend verständigt hat, bräuchte es eigentlich auch in der Verkehrspolitik einen nationalen Konsens, der die demokratischen Parteien umfasst, die Automobilindustrie, die Zulieferer, die Umweltseite, den Verbraucherschutz und die Wissenschaft. Die müssten gemeinsam sich in einen Raum begeben und den Raum erst dann wieder verlassen, wenn weißer Rauch aufsteigt und man eine nationale Verständigung hat. Nur so, glaube ich, wird die Schwere der Aufgabe und die Größe der Aufgabe bewältigbar. Ansonsten wird nach jeden 4 Jahren in der Politik immer es einen Zickzack geben und das wird dann nicht reichen für das, was da uns bevorsteht. Ja, vielen Dank. Das war ja schon ein großer Rundumschlag, der ziemlich viele Themen, das können die hier im Raum sind, bestätigen. Politisch nochmal relativ klar, natürlich aus einer gewissen Sicht, nämlich aus einer grünen Sicht, präsentiert hat, die wir diskutiert haben. Das werden wir gleich hören, wie das Publikum diskutiert. Frau Brüning, wenn Frau Nallinger sagt, automobile Pionierräume sind in China und den USA, wird es Ihnen dann ein bisschen schwarz vor Augen oder sagen Sie, gut, wir sind ja da auch aktiv und wir schaffen das schon? Also Angst und Bange wird mir dabei nicht, denn man muss auch immer die Gegebenheiten sehen, unter denen das stattfindet oder wie manches eben durchdirigiert werden kann oder eben auch nicht. Wir kommen mal, sagen wir, zu den Städten oder zu dem, was wir in der Elektromobilität planen, wenn man sieht, wie wir mit den Kommunen und teilweise mit Stadtbürgermeistern ringen um den Aufbau einer einzigen Ladesäule, ob die nun 50 Meter vor oder hinter dem Edeka-Parkplatz stehen kann und wir tatsächlich mindestens 5 Menschen damit über Wochen beschäftigen, dann ist das wirklich etwas, was die Verkehrswende bremst, wo wir auch besser werden müssen. Das ist nämlich für jede Ladesäule eine großartige Erlaubnis bisher besprochen werden muss. Das ist natürlich in China nicht so und in Kalifornien auch nicht. In Kalifornien darf man nur Autos auf die Straße bringen, wenn man auch Zero-Emission-Vehicles hat. Das ist die Anforderung an die Automobilunternehmen. Gleichzeitig, parallel dazu, gibt es aber die Anforderung an die Städte, ihr habt Ladesäulen aufzubauen. Ja, das heißt, es ist dort eine gemeinschaftliche Aufgabe und deswegen geht es in manchen Ländern auch schneller als bei uns. Ich wollte noch ganz kurz zurückkommen auf das, was du gesagt hattest mit den 8 Kilometern Eingriff, denn auch da kommen wir, da wird es uns auch nicht schwarz vor Augen, denn es gibt auch so eine Regel, dass man so und so viele Millionen Kilometer oder 1000 Kilometer autonom gefahren sein muss, um eine Zulassung zu bekommen. Das kann man in dem Sinne machen, dass man so Autos auf so ein Sportfeld stellt und die einfach wie so Eisenbahnen
und umeinander fahren lässt, dann muss man nicht so oft eingreifen, weil da nichts passiert. Wir müssen bei den 8 Kilometern eingreifen, weil wir die Extremsituationen im Moment abbilden. Wir, das Kind, das auf die Straße läuft, der Ball, der dahin rollt oder Ähnliches. Das, also wir probieren die Extreme und die anderen kreiseln so ein bisschen. Aber ich möchte jetzt hier keinem zu nahe treten. So kommen solche Bilder eben auch zustande. Und deswegen ist mir nicht Angst und Bange. Man muss dann solche Bilder wirklich auflösen und sich genau angucken, was dahinter steckt. Aber ich wollte noch mal zu dem Verkehrsaufkommen was sagen. Ich glaube, und da hast du auch recht gehabt, man muss zwischen Stadt und Land extrem unterscheiden. Man muss auch in den Städten unterscheiden. Das kennen wir alle, die wir in Berlin wohnen. Hinterm Brandenburger Tor findet eigentlich auch nichts mehr statt. Das ist alles in den Stadtteilen, wo die Grünen sehr stark vertreten sind, da auch eine gewisse Klientel wohnt und das immens einfordert. Aber wir wissen auch, dass es mit dem Auto in den Städten nicht so, das ist ja anerkennenswert, finde ich ja gar nicht übel. Aber wir wissen auch, dass es mit dem Auto in den Städten einfach nicht so weitergehen kann. Auch unser CEO, unser neuer Herr Zipse, hat ja gesagt, dass nicht jeder in der Stadt ein Auto braucht. Das fand ich für einen CEO eines deutschen Autounternehmens bemerkenswert, ist auch überall aufgegriffen worden. Er steht aber auch dahinter, weil wir natürlich sehen, was sich tut. Und nicht nur national, sondern international. Wir haben international ganz andere Anforderungen. Ich glaube, inzwischen 13 europäische Länder, also 13 Länder der Europäischen Union, haben inzwischen einen Verbrennerstopp 2030 oder 2040 ausgerufen. 2030 in 10 Jahren, das sind mal gerade noch 2,5 Automodelle. Ja? Das heißt, wir müssen natürlich reagieren. Wir müssen auch reagieren, weil uns die Politik in Haftung nimmt für das, was passiert auf den Straßen, weil sich die Bundesregierung zu Paris verpflichtet hat und natürlich von uns auch einfordert, dass wir an der Verkehrswende teilnehmen, was ja auch passiert durch den Aufbau von Elektromobilität. Und man muss aber eins sehen, dass der Aufbau von Elektromobilität und auch die Verbesserung, also das Einsetzen von Plug-in-Hybrids und sowas, natürlich das große Problem der Autos, die jetzt schon auf der Straße sind, und der Autos, die ungefähr 10,7 Jahre inzwischen durchschnittlich auf der Straße bleiben, nicht lösen. Ja? Und da wäre möglicherweise ein E-Fuel oder Ähnliches dann die Lösung, denn wir kriegen mit dem Hochlauf von Elektromobilität oder sei es Wasserstoff oder was auch immer, natürlich den Ist-Status von den Autos nicht weg. Ja? Und wir müssen auch daran denken, was machen wir möglicherweise mit der Flotte? Wie kann man die Flotte, also das, was in den Straßen herumfährt, schon CO2 attraktiver machen, als es bisher ist? Radwege, ÖPNV, kommunale Kämpfe etc. Wir fechten die, wie gesagt, habe ich gerade schon erläutert, überall aus. Es geht auch um Radwege, es geht um Mitarbeiterbusse, die dann auch nicht keine Bewilligung bekommen oder Ähnliches. Die Messe ist noch nicht gelesen. Wir sind zwar mit den Autos schon so unterwegs. Elektromobilität ist auf dem Weg, aber wir kämpfen, wie gesagt, noch an allen Orten. Wir haben da sehr viel Unterstützung jetzt auch von der Politik bekommen mit dem Auto, beim Autogipfel, der ja nicht so heißt, aber den natürlich jeder so nennt. Und ich denke mal, dass das Zusammenstehen der Automobilindustrie auch mit der Politik auch deswegen sehr stark ist, weil wir natürlich alle eine Riesenverantwortung für unsere Mitarbeiter haben. BMW hat 130.000 Mitarbeiter. Wir kommen auf das, Frau Huhn, wir kommen auf das Thema gleich nochmal, dass dieses sozusagen klopfen, was bedeutet sozusagen eine disruptive Entwicklung, was bedeutet es für die Unternehmen, für die Arbeitsplätze und so. Lassen Sie uns nochmal einen kurzen Stopp machen bei der Klimafrage. Klimapaket der Bundesregierung, also Herr Hochfeld, der hier heute Morgen referiert hat, er sprach den Satz, Bepreisung und Finanzierung des Verkehrs zu reformieren, ist nicht gelungen. Das heißt, da ist noch nachzubessern an der Frage, reicht es jetzt, den CO2-Preis so niedrig zu setzen? Natürlich nicht. Reicht es, die Pendlerpauschale zu erhöhen? Natürlich nicht. Setzt es vielleicht auch die falschen Anreize? Cem, was muss passieren? Ich will das gerne nach vorne. Sie können das auch gerne, Frau Brüning. Ja, also gerne alle drei, jederzeit. Was muss passieren? Ich hätte gerne, dass wir diese Diskussion so führen, dass wir sagen, okay,
Das haben wir jetzt. Und was brauchen wir noch? Nationaler Konsens. Das Stichwort will ich noch mal wirklich sehr, sehr behalten, weil das finde ich wichtig, gerade in der Klimafrage. Was brauchen wir jetzt? Also woran müssen wir dann jetzt, wenn wir sehen, es reicht nicht, woran müssen wir jetzt arbeiten? Da wir ungefähr wissen, was der Cem gleich sagen wird zu dem CO2-Preis, schauen wir mal. Möchte ich eigentlich nur einen ganz kleinen Einwurf machen. Ich glaube, beziehungsweise ich bin überzeugt davon, dass das Klimapaket, was jetzt verabschiedet worden ist, ein großer erster Schritt ist. Und zwar für alle die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, die immer gedacht haben, es geht mich ja gar nichts an, dann lasse ich halt mal ein Auto stehen oder esse mal einen veganen Keks und dann wird's schon. Jetzt hat, glaube ich, das erste Mal jeder verstanden, es geht mich was an, es geht um mein Verhalten, es geht darum, was ich mache. Und dass das jetzt erstmal mit kleinen Schritten geht, natürlich werden diese 10 Euro nicht reichen und das wird ja auch ansteigen. Aber das Bewusstsein in der Bevölkerung hinzukriegen, es beim Heizen, beim Autofahren und bei was weiß ich allem, ich bin's. Das war das erste Mal eigentlich, dass die Politik richtig mit dem Finger drauf gedeutet hat und gesagt, wir brauchen den Klimaschutz und dich wird es etwas kosten. Und um dieses Fingerpointing auf den Bürger hat sie sich bisher immer gedrückt. Und deswegen finde ich, ist es schon ein ganz guter Anfang. Ist dieser langsame pädagogische Ansatz richtig? Also ich habe festgestellt, und das fand ich schon auch nochmal überraschend in der Deutlichkeit, dass doch auch weite Teile in der Wirtschaft enttäuscht waren von dem, was letztendlich rauskam. Klar wird anerkannt, dass man in eine Systematik erstmals einsteigt. Und das ist ja auch erstmal anzuerkennen. Wir steigen ein in Sektorziele, wir steigen ein in ein Preisungssystem außerhalb des ETS. Aber ich habe das in den letzten Monaten ganz stark wahrgenommen, dass gerade die energieintensive Industrie sich ernsthaft mit den Paris-Zielen auseinandersetzt, sich ernsthaft auseinandersetzt, was das für sie bedeutet. Die chemische Industrie hat zum Beispiel ein Gutachten erstellt, dass wenn sie klimaneutral werden wollen, brauchen sie die 11-fache Menge der heutigen Strommenge und zwar erneuerbar. Und das sind Dimensionen, die sich die Industrie bewusster und bewusster wird. Und da muss ich schon nochmal deutlich widersprechen. Der Impuls, den die Industrie und die Wirtschaft sich erwartet hat von dem Klimapaket, der ist ausgeblieben. Dass es sich wirklich lohnt, in alternative, in umweltfreundliche Technologien zu investieren, dass ich heute meinen Hochofen kaufen kann, der eben nicht mehr mit Koks betrieben wird, sondern mittels Elektrolyse mit Wasserstoff, dass die Energiepreise entsprechend auch bezahlbar sind, dass ich auf dem internationalen Markt mein Stahl und mein Aluminium weiter verkaufen kann und dass wir eben nicht dann Stahl aus China, das mittels Kohlestrom produziert worden ist, einkaufen. Das alles ist ausgeblieben und das fand ich sehr, sehr schade, weil ich kann einfach berichten, dass ich sowohl von der Stahlindustrie, von der Automobilindustrie, von der chemischen Industrie ganz klare Impulse im Vorfeld erhalten habe. Cem, Lenkungswirkung und Rechtssicherheit, das hat ja Frau Nallinger jetzt nochmal gesagt, das waren eigentlich die beiden Erwartungen, auch gerade aus der Wirtschaft, nicht nur für die, nicht also von der sozialen Frage ist nochmal abgesehen, was muss passieren? Also ich teile die Einschätzung. Der Preis ist einfach, entspricht ungefähr dem, was an Schwankungen täglich sowieso unter Zapfsäule ist. Das heißt, das hat keine ökologische Lenkungswirkung. Der Gedanke ist ja eigentlich ein bestechender, dass CO2-Ausstoß einen Preis bekommt und es damit ganz marktwirtschaftlichen Anreiz gibt, CO2-sparsamen Technologien zur Marktreife zu verhelfen. Und das andere rechnet sich dann nicht, indem es eben den Preis bekommt. Das wird aber bei dem Preis nicht der Fall sein. Das Problem, das wir haben, ist, wir haben die 2020er-Ziele de facto verabschiedet. Jetzt reden alle über die 2030er-Ziele. Wir wissen aber Stand heute, dass der Verkehr seinen Beitrag zur Erreichung der Ziele nicht bringen wird. Weil das kann man ja rechnen, das wird vorne und hinten nicht reichen. Wir machen jetzt Luftbuchungen, das hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen. Der Verkehrsminister schreibt einfach überall da, wo es eine Lücke gibt, schreibt er das Wort Digitalisierung hin, so als Zauberwort. Aber ich kann natürlich auch viele Worte irgendwo hinschreiben, deshalb passiert es nicht. Und das macht mir große Sorgen. Ich will auch mal ganz offen sagen, was mir die Sorge bereitet. Die Sorge ist, wir verlieren einfach wieder wertvolle Zeit. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Grünen könnten nach der nächsten Bundestagswahl, wann immer die ist, regieren.
dann wird Folgendes passieren. Die Leute von Fridays for Future werden zu Recht Druck auf uns machen, weil sie sagen werden, jetzt müsst ihr quasi das, was die anderen nicht gemacht haben, innerhalb kürzester Zeit sofort umsetzen. Was gar nicht machbar ist, weil wir nicht alleine regieren werden. Wir werden immer Partner brauchen, die vermutlich das ein oder andere anders sehen werden. Auf der anderen Seite wird es so sein, dass wir natürlich dadurch, weil wir viel werden machen müssen, einen Sturm ernten werden von denen, die sagen, das ist schon viel zu viel, ihr erschwert das Fahren in der Stadt, ihr verteuert die Preise und so weiter. Das heißt, wir werden die Bildkampagne bekommen, die sagt, ihr verrückten Grünen mit eurem grünen Zeitgeist und so weiter, ihr seid irre. Und auf der anderen Seite werden wir Proteste bekommen von den anderen, die sagen werden, das reicht nicht. Und deshalb ist es so fahrlässig, dass wir weiterhin Zeit verlieren, wertvolle Zeit, von der wir einfach, Zeit ist gerade ein sehr knappes Gut beim Thema Klima. Aber Stichwort nationaler Konsens. Gibt es Dinge, die wir zwischen Politik, Wirtschaft, Umweltverbänden, die wir jetzt schon machen können, um diesen Sturm, den ich auch genauso erwarte, aber um den abzumildern? Also Stichwort nochmal, welche Vorschläge gibt es zur Abfederung? Ist das glaubwürdig? Also haben die Grünen eine glaubwürdige Antwort auf die Frage, naja, wenn jetzt für mich, wo ich aufs Auto, Stichwort Mobilität auf dem Land, angewiesen sein werde, egal was ihr in den Städten da macht, Autos rein oder raus, zur Stadt hin muss ich mit meinem Auto kommen. Daran wird sich die nächsten 10 Jahre nichts ändern können. Haben wir glaubwürdige Angebote zu sagen, pass auf Leute, ihr kriegt das Geld aber da und da erstattet. Es passiert sozusagen keine große soziale Unwucht. Also wir haben ja so einen Hauruckversuch in unserem Nachbarland Frankreich gesehen, der hat nicht funktioniert. Ist das sozusagen so ein Teil einer nationaler Konsensdebatte, dass man Antworten auf die Frage hat, was passiert, wenn der CO2-Preis steigt? Also ich denke, die Debatte ist schon im vollen Gange und ich denke, 5 Jahre fast nach Paris, nächstes Jahr sind es dann 5 Jahre, hat weite Teile der Wirtschaft auch verstanden, dass sie tatsächlich jetzt umschwenken müssen. Ich glaube, wir brauchen den richtigen politischen Rahmen. Das wird ganz entscheidend sein. Und wenn ich sehe eben, dass Pendlerpauschale, das heißt, wenn ich weiterfahre, dass ich da mehr Geld kriege, dann ist das falsche Incentive. Wir müssen ganz klar die richtigen Incentives setzen. Wer sich umweltfreundlich verhält, wer sich entsprechende Antriebe anschafft, der wird belohnt. Und das haben wir heute nicht. Im heutigen politischen System haben wir das noch nicht. Und da müssen wir hinkommen. Und ich bin der festen Überzeugung, was Cem gesagt hat, dass wir so einen nationalen Konsens brauchen. Ich würde sogar behaupten, dass ein Großteil der Chefetagen der deutschen Automobilbauer weiß, dass wir ganz schnell umschwenken müssen. Aber man muss sich ja auch so einen großen Konzern einfach mal vorstellen. Ja? Du hast es vorher gesagt, ihr seid wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 130.000. Die Ingenieure, die Dieselingenieure, die Benziningenieure, das waren doch die Stars in den Konzernen gewesen. Ja? Und die müssen jetzt innerhalb kürzester Zeit, fallen die von den Stars ganz weit weg, die sind jetzt schlecht, die werden jetzt nicht mehr gewünscht. Also was wir feststellen, ja, die wir mit allen Branchen reden, dass in den Konzernen gerade eine unheimliche Diskussion stattfindet, dass in den Chefetagen schon sehr viel angekommen ist, aber dass wir die Zeit nicht haben, die Diskussion in den Konzernen zu führen. Und deswegen brauchen die Konzerne Impulse von außen. Sie brauchen die Impulse von den Umweltverbänden, sie brauchen die Impulse von fortschrittlichen Politikerinnen und Politikern, um eben schnell genug diese Transformation hinzubekommen. Gut, das kann ich jetzt nicht so dementieren, aber natürlich auch nicht, auch nicht unterschreiben. Es geht aber auch um die Leute, es geht um die Menschen und da geht es um die Angebote. Also wenn ich auf dem Land oder auch in der Stadt lebe, muss ich den Menschen auch tatsächlich eine Alternative geben. Ja, ob das nun, ich sehe hier gerade Roland Werner, Uber haben, glaube ich, das erste im ländlichen Kreis jetzt ein Uber eröffnet. Ich habe es nicht ganz durchgelesen, aber ich glaube, stimmt. Ich muss einen Rufbus haben, ja, der nicht immer alle 10 oder 20 Minuten mit dem Doppeldecker nachts durchfährt, wenn da nur einer drin sitzt. Ich muss die Alternative haben, kleiner Bus, großer Bus, Clever Shuttle, von mir aus Uber oder sonst irgendwas. Wenn, solange ich die Leute gerade auf dem Land
solange ich den Leuten gerade auf dem Land keine Alternative biete zum eigenen Auto, werden sie immer das eigene Auto kaufen für sich. Und da kommt man auch als 18-Jähriger nicht anders weg. Und an diesen Alternativen fehlt es. Es ist also nicht nur, ich meine, die Automobilindustrie beteiligt sich ja daran, beteiligt sich an Carsharing und was es gibt. Wir haben ja auch sogar einen Radmietverein bei uns. Aber diese Alternativen muss man den Menschen zeigen, ihnen nahebringen und sie davon überzeugen und von mir aus über einen Preis. Ja, das ist, also da sind wir auch ganz offen, über einen Preis, der bei dem sie sagen, es lohnt sich für mich, auf ein Mietrad umzusteigen oder auf einen Rufbus oder Ähnliches. Aber diese Alternativen sind gerade in den Kommunen nicht wirklich da. Wir sind da sehr unterwegs. Wir versuchen da auch zusammen mit den Kommunen und mit den Ländern was aufzubauen. In Hamburg hat das ganz super geklappt, aber woanders klappt es dann eben nicht. Und solange den Menschen das nicht tatsächlich angeboten wird und die Ansprache haben, wissen das viele auch nicht. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen nicht wissen, dass man elektrisch fahren kann, ohne nach 50 Kilometern stehen zu bleiben. Ja, also das ist nochmal das Thema Verhaltensänderung. Wie bringt man Leuten also quasi politische Bildung, also verkehrspolitische Bildung bei oder verkehrstechnische Bildung? Ist das etwas, woran wir jetzt schon arbeiten können, Cem? Ja, weil ich glaube, das, was Sabine Nallinger gerade erzählt hat von den Betrieben, das gilt ja eigentlich auch für die gesamte Gesellschaft. Also fast in jeder Veranstaltung, egal wo in der Republik, kommt irgendwann die Frage, ja was denn jetzt? Soll ich jetzt quasi schauen, dass ich mir einen neuen Diesel zulege, der ja deutlich besser ist wie die alten Diesel? Oder soll ich jetzt schon quasi setzen auf batteriebetriebene Elektromobilität? Ich habe aber gelesen, die batteriebetriebene Elektromobilität hat ja eine Ökobilanz, die ist ja katastrophal. Oder wo kommen denn die Rohstoffe her? Oder was ist mit der Lebensdauer der Batterien? Was ist mit seltenen Erden? Was ist mit der Recyclingmöglichkeit? Also wir haben einen maximal verunsicherten Markt. Da hat die Politik ja nun auch kräftig dazu beigetragen. Weil es ist ja gar nicht klar, was jetzt das gewünschte Verhalten ist. Wir subventionieren den Diesel weiterhin mit 7 Milliarden. Auf der anderen Seite machen wir jetzt eine Anschaffungshilfe, die wir nochmal erhöhen für die Elektromobilität. Kann Ihnen irgendjemand erklären hier, was ist jetzt das Signal der Politik? Sie subventioniert alt und neu gleichzeitig. Also was soll denn jetzt der Verbraucher damit machen? Die Politik sagt, die Elektromobilität ist es. Aber dieselben Politiker sagen auch, naja, aber so ein bisschen zweifeln wir selber dran, ob es das wirklich ist. Das wird nicht funktionieren. Damit wird nichts in Gang kommen. Also deshalb glaube ich, wird das auch nur funktionieren, wenn es da eine breite Verständigung. Das Zweite nochmal zurück zu der Frage mit Stadt und Land. Da spielt natürlich der Verkehr eine ganz entscheidende Rolle. Aber in Frankreich war jetzt nicht nur die Bepreisung beim Verkehr das entscheidende Kriterium. Und bei uns ist es das auch nicht nur. Sondern für die Ängste und dafür, dass das Thema missbraucht werden kann von AfD und anderen, spielt neben dem Thema Verkehrsanschluss und dem Preis beim Auto spielt natürlich eine Rolle, darf man nicht dran vorbeidiskutieren, auch die Frage eine Rolle, gibt es einen Bäcker, gibt es einen Metzger? Wie sieht das aus mit dem Hausarzt? Wie sieht das aus mit der Infrastruktur auf dem Lande? Also das ist schon ein etwas breiteres Bild, was über die Frage entscheidet, ob die Leute auf dem Land das Gefühl haben, Bürger zweiter Klasse zu sein und abgehängt zu werden. Da ist der Verkehr ein Bestandteil, aber nicht der einzige. Da geht es auch um das schnelle Internet, da geht es um die Funklöcher. Das alles ist ein Potpourri, das natürlich nicht ungefährlich ist für Rechtspopulisten, die das dann missbrauchen und sagen, wir sind eure Stimme. Ich erlebe das bei mir im Ausschuss, dass das neue Flüchtlingsthema ist der fossile Verbrenner. Ja. Die AfD setzt da ganz massiv drauf Fridays und pusht. Ja, und das Gefährliche ist, dass nicht alle anderen dann reagieren und sagen, ihr habt doch einen an der Waffel, sondern dass man merkt, dass das Kollegen und Kolleginnen auch beeindruckt. Und gerade die wir brauchen für gesellschaftliche und politische Mehrheiten, die lassen sich davon auch ein bisschen einschüchtern. Und halten da nicht immer dagegen. Jetzt will ich es mir auch nicht so einfach machen. Ich bin Grüner, unser Wählermilieu ist etwas anders. Aber ich merke schon bei den anderen, dass die zwischen dem, was die Grünen sagen, wir sind da einigermaßen klar, und zwischen dem, was die AfD sagt, die ist auf eine andere Art und Weise klar, aber ganz in eine andere Richtung,
tun sich die anderen Kollegen und Kolleginnen sehr schwer, wohin die Reise gehen soll. Und das führt nicht dazu, dass es in der Gesellschaft Klarheit gibt. Zugleich sind natürlich die Argumente, die jetzt gar nicht grün sind, auch noch da, dass wir sehen, dass Märkte sich ganz anders entwickeln. Der Druck kommt ja nicht nur von Leuten, die eine Verkehrswende haben wollen, sondern der kommt aus China. Und der Druck kommt natürlich auch aus anderen europäischen Ländern. Wenn es ein Verkaufsverbot für fossile Antriebe gibt, dann ist das auch nicht, ist das jetzt noch gar kein grünes Argument, sondern so entwickelt sich einfach der Markt. Das blenden die aber geflissentlich aus und tun so, als ob wir nur für den deutschen Markt produzieren würden. Nochmal auf dieses Thema Automobilindustrie. Was muss da passieren? Vielleicht nochmal ein paar Zahlen, wenn Sie die, ihr habt die alle drauf. Wie viele Leute betrifft es plus Zuliefererindustrie? Wir hören jetzt schon, dass in Wahrheit die Absätze gesunken sind in 2018. Das hat Bratzel neulich nochmal gesagt. Stellenabbau. Es gibt eine große Unruhe auch bei Bosch, bei den Zulieferern. Was ist da genau los? Also wie es brodelt und man ist sich irgendwie klar, aber was passiert eigentlich genau in der Automobilbranche und wie bereitet man sich auf den Wandel vor? Du sprichst ja mit den CEOs. Ich spreche aber nur mit einem, aber mit mehreren. Ich kann ja mal noch reingehen. Naja, also ich habe ja vorher aufgezeigt, dass sich wahnsinnig viel tut in der Mobilität und dass eben neue Räume eben an der Wertschöpfung eines Automobils immer stärker sich beteiligen. Mich treibt es um. Ich meine, wir haben Hersteller, die elektrische Antriebe herstellen in Deutschland, aber wir haben keinen Hersteller, der Akkus produziert. Ja? Wir sind beim Thema Automatisierung, KI. Gibt es keine Unternehmen, das ernsthaft im Weltmarkt hier agiert? Und die Frage ist doch, wo findet tatsächlich die Wertschöpfung statt? In welchen Teilen des Autos findet sie statt? Und ich frage mich, wenn wir in Richtung kollektive Fahrzeuge, weg vom Privatfahrzeug, wenn wir an Fahrdienste denken, immer derjenige, der zum Kunden, zu dem Menschen den Kontakt hat, versteht, was gerade vor sich geht. Und wenn die Automobilindustrie sich darauf fokussiert, monolithisch weiterhin nur Autos zu bauen, dann verliert sie den Anschluss und das Gefühl für die Menschen, für die sie produziert. Und das treibt mich so um, ob wir dann wirklich noch eine Automobilindustrie haben, die weiß, was gewünscht wird, was gewollt wird, was gemacht werden muss aus ökologischen Gründen. Das bezweifle ich sehr. Und wir haben eben weite Teile, wo wir wirklich, also Kerntechnologien wie die Akkutechnologie der Zukunft, ja, die wir nicht haben. Und ich wünschte, wir hätten es. Ja. Wir hätten Unternehmen, die eben auch angetrieben durch unsere tolle Gesellschaft hier recycelfähige Batterien produzieren und eben nicht so wie in China die Batterien produziert werden. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir die Technologie, das Know-how, die Unternehmen weiterhin hier in Europa und in Deutschland haben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Impulse ganz stark nochmal auch weiterhin aus Europa kommen werden, was das Thema Klimaschutz angeht. Heißt das, dass, wie ist das bei BMW als ein konkretes Unternehmen, dass der Umbau vom Automobilkonzern zum Mobilitätsdienstleister, sagen wir mal so mit angeschlossener Fahrzeugherstellung oder so, ist der verstanden, geht der los? Der ist schon sehr lange verstanden. Wir beteiligen uns ja tatsächlich schon an vielen Initiativen urbane Mobilität. Wir haben hier in Berlin-Charlottenburg mal zwei Straßen freigeräumt, im Grunde genommen. Das war ein bisschen schwierig, aber dann waren die Leute mit Begeisterung dabei. Wir sind wirklich Kollegen von mir, haben an jeder Tür geklingelt und haben mit den Bürgern dort Diskussionen geführt, wie es denn wäre, ihre Autos wegzustellen in eine Tiefgarage irgendwo weiter entfernt und der Straße den Raum zurückzugeben. Dann haben wir da so mit Paletten so Sitzmöglichkeiten hingebaut, aber mit der Garantie, tatsächlich Carsharing in der Straße zu haben. Also garantiert, es sind welche da. Ja, dass niemand in Panik geraten muss, der muss irgendwo hin und hat kein Auto.
Und dieser Versuch ist super gut gelaufen. Wir mussten den dann städtisch abbauen. Die Leute haben gesagt, lass es doch mal so. Das machen die Berliner immer. Die wollen immer alles Provisorische behalten. Ja, genau. Wahrscheinlich waren es eher die Palettenbänke, die sie haben wollten. Aber man hat da gesehen, es klappt, wenn man gleichzeitig ein Angebot macht. Wenn die Leute das Gefühl haben, ich habe ein Angebot, auch nachts, morgens, mittags, nachts. Da muss ich jetzt noch dazu sagen, es war in der Gegend, wenn ich es richtig weiß, wo nur Busse fahren. Also wo es eigentlich keine U-Bahn oder so unmittelbar fußläufig gibt. Ja, deswegen, also das hätte man jetzt an einem Verkehrsknotenpunkt, wo alle Mobilitätsdienstleister da sind, nicht machen. Es war wirklich auch eine Wohnstraße und den Leuten hat es gefallen. Der Umbau eines Automobilunternehmens, ich würde mal sagen, wir haben natürlich auch einen Vertrieb, wir sprechen schon mit den Leuten. Also wir produzieren nicht nur, sondern wir wissen eigentlich doch relativ gut, was die Kunden wollen, weil wir haben noch eine Website und solange es das Privatauto gibt. Solange es das Privatauto gibt, aber wir sind ja auch mit Carsharing unterwegs. Und wir versuchen schon auch über unsere Initiativen, die wir haben, den Kontakt auch mit anderen Organisationen zu halten. Es ist ein mentales Problem, es ist ein kulturelles Problem. Und Cem, du hast es gerade ganz ehrlich gesagt, das, was bei uns in den Unternehmen tobt, sagen wir der Kulturkampf, wenn man es jetzt ganz materialisch ausdrücken will, ist genau das, was am Küchentisch oder in der Gesellschaft tobt. Ich glaube, dass in mancher Familie, dadurch, dass die Kinder zu Fridays for Future gegangen sind, da auch mal tatsächlich eine Politisierung wieder stattgefunden hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das. Ich finde es gut, dass sich die Jugend engagiert. Seit 10, 15 Jahren das erste Mal in diesen Massen und dann auch noch sehr friedlich. Also kann ich nur unterstützen, ehrlich gesagt. Das bringt ein Nachdenken auch in diesen Themen in die Familien rein, wo dann aufgrund dieser Gespräche, Papa, brauchst du noch so ein X7? Ja? Aufgrund dieser Gespräche möglicherweise auch das Umdenken stattfindet, was bei uns in den Unternehmen auch stattfinden muss. Ich habe aber, wenn ich das nur sagen darf, man hat natürlich auch mit Existenzängsten zu tun. Das ist ja, eben genau. Nicht nur der stolze Ingenieur, der wahrscheinlich schon seit 30 Jahren bei BMW ist und sich nicht so die ganz großen Sorgen über sein Alter machen muss. Das sind auch die Zulieferer, das sind die 2000 Bosch-Arbeitsplätze im Saarland beim Diesel. Da ins Saarland geht ja keiner mehr hin. Ja, die sind dann, ja, meine ich hier nicht Neger, aber ja, die sind dann einfach weg. Ja? Oder die Qualifizierungen für, was weiß ich, den besten Kolben, den es gibt, da kann ich digitalisieren wie der wilde Hund. Wenn ich den nicht mehr brauche, dann nützt mir der digitalisierte Kolben auch nichts. Mhm. Da kommen jetzt, und man kann das untereinander mal schreiben, was in den letzten Monaten an Abbau von Arbeitsplätzen inzwischen gerade bei den Zulieferern sich summiert hat. Das ist, man muss dann nicht so erschrecken, das ist nicht morgen. Die haben meistens sehr lange Zeiträume angegeben, die man tatsächlich auch über Alter und Altersteilzeit, Babyboomer und sowas gut abbauen kann. Aber natürlich, ja, es findet statt. Mhm. Und der Elektromotor braucht natürlich sehr viel weniger Menschen, um zusammengebaut zu werden. Und das Elektroauto ohnehin. Aber es nützt ja nichts. Mhm. Ja, es gibt diese Studie, die sagt, 360.000 Arbeitsplätze fallen durch die Elektromobilität weg. Wenn wir sie nicht machen, fallen 700.000 weg. Ja? Also jetzt zurückzuhalten und sagen, dann machen wir das jetzt nicht. Das hat überhaupt gar keinen Sinn, aber das muss man den Leuten und den Menschen erklären. Und das sind Menschen, die in solchen Unternehmen, also bei uns zum Beispiel, 20, 30 Jahre arbeiten. Mhm. Ja? Jetzt haben wir ja immer wir kommen oft sozusagen in genau diese Diskussion, die ja tatsächlich Angst macht, also im Industriestandort Deutschland, hochbezahlte Facharbeiterpositionen am Band, ja, nehmen wir jetzt BMW oder Daimler da unten in Türkheim oder so. Klar ist eins, es wird natürlich hochbezahlte IT-Spezialisten sehen, aber es wird viele geben, die dann Juicer oder solche tollen Berufe haben, also die quasi die Roller einsammeln und wieder mit aufladen mit Energie. Das macht dir schon Angst. Was sind die politischen Antworten in Sachen Arbeitsplätze der Zukunft, wie kommen die Leute von A nach B? Vielleicht wäre es mal so als genau dieses Thema, das ja dann meistens der Politik vor die Füße geworfen wird. Ja? Wenn wir in eine Rezession kommen, dann heißt es, okay Leute, wir brauchen Kurzarbeitergeld und wir brauchen aber wahrscheinlich mehr als Kurzarbeitergeld. Ja, wir brauchen das Kurzarbeitergeld, wir brauchen aber vor allem auch eine antizipierende
Umschulung und Weiterbildung der Leute. Und zwar nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern das kann man jetzt schon vorhersagen, dass die Automobilindustrie klarer damit kommen wird, wie der ein oder andere Zulieferer. Weil man einfach das Produktionsfeld so nicht mehr brauchen wird. Das heißt, da müssen wir jetzt die Umschulung machen für das, was in 5 Jahren passiert und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Und jetzt will ich mal eine, wir sind jetzt auch ein bisschen in der Gefahr, das sehr pessimistisch mit Mundwinkel nach unten zu fahren. Ich hatte neulich eine Diskussion mit dem IG Metall-Chef von Baden-Württemberg und ich war baff erstaunt, ähnliches gilt ja auch für die IG Metall bundesweit. Da haben wir es ja nun mit einer Gewerkschaft zu tun, die eigentlich, würde man jetzt erwarten, auf die Barrikaden geht und sagt, ihr seid alle irre und wir stemmen uns dagegen. Die machen aber das Gegenteil. Die kämpfen erstmal hart gegen die Rechtspopulisten, die versuchen, in die Betriebe reinzugehen. Allein das verdient wirklich großen Applaus. Und zweitens, in den Betriebsversammlungen gehen die nicht den bequemen Weg und sagen, wir sind dagegen, sondern die sagen, und das fand ich jetzt ganz interessant, ich hoffe, alle haben das mitgekriegt, was die Nicola Brüning da gerade gesagt hat. Das ist nämlich ein Satz, den würde ich mir von der Politik wünschen in dieser Klarheit. Den würde ich mir vom Verkehrsminister in dieser Klarheit wünschen. Sie hat nämlich gesagt, die Alternative ist ja nicht, dass wir die Verkehrswende machen oder sie nicht machen. Und wenn wir sie machen, fallen möglicherweise Jobs weg. Und wenn wir sie nicht machen, bleibt alles. Sondern die Alternative ist ja, wenn wir sie nicht machen, dann fallen alle weg. Weil dann wird es eben deutsche Autos nicht mehr geben. Und wenn man das so diskutiert, ist es eine ganz andere Debatte. Weil dann weiß man, dass es unvermeidbar ist, dass wir uns an der Stelle modernisieren und weiterentwickeln und dabei aber natürlich eine gesellschaftliche Verantwortung haben, dass die Leute dabei nicht unter die Räder kommen. Also muss man eben schauen, was geht betrieblich, wo muss der Staat einspringen. Jetzt will ich auch mal eins sagen, der Ruf nach dem Staat ist natürlich berechtigt. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass, ich nehme mal ein bewusstes Unternehmen, das heute nicht oder gerade nicht anwesend ist. VW hat immer noch eine ganz gute Rendite, trotz 30 Milliarden, die sie jetzt an Strafzahlungen allein in den USA hatten für den VW-Skandal. Also die Unternehmen selber können schon auch gerne mit in die Verantwortung gehen, was das angeht. Und natürlich wird der Staat da auch entsprechend mithelfen müssen. Es geht um die Leitindustrie, ist gar keine Frage. Aber jetzt wollen wir auch mal nicht so tun, als ob die gerade alle im Hungertuch nagen. So ist es Gott sei Dank nicht. So, jetzt sind Sie sofort dran, aber Frau Nallinger hatte sich noch mal zu Wort gebeten und dann sind Sie dran. Sie können sich schon mal anfangen zu melden, wenn Sie gleichzeitig schaffen, zuzuhören. Nicola Brüning, mich wird eine Zahl interessieren. Also ich erkenne das absolut an von den Automobilkonzernen, dass sie schon seit wirklich vielen, vielen Jahren sich um städtische Konzepte kümmern, um Carsharing-Konzepte, um diverse Konzepte. Aber was ich mich frage, ist, mit welcher Ernsthaftigkeit es betrieben wird. Wie viel Prozent des Umsatzes von BMW verdient ihr mit derartigen Konzepten? Ich würde mal sagen, 99,9% eures Umsatzes verdient ihr immer noch mit der Herstellung von Fahrzeugen und dem Vertrieb von Fahrzeugen. Und da frage ich mich eben, ist es denn tatsächlich angekommen in der Automobilindustrie? Ja? Ist denn die Ernsthaftigkeit tatsächlich da? Und die nächste Frage ist, welche Impulse braucht ihr, damit da ein stärkerer, ein kräftiger Drive reinkommt? Weil, wie gesagt, ich erkenne das voll an und ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus der Automobilindustrie, die in eine sehr ähnliche Richtung denken wie wir Grüne. Ja? Aber ich glaube, in der Wirtschaftlichkeit, wenn man das mal nüchtern betrachtet, ist es wirklich ein Zwergensegment. Sie behalten das jetzt mal kurz für sich, Sie sind eh gleich dran. Herr Sendler, war die erste Frage. Also. Herr Sendler hat sich gemeldet hier vorn und mein Name ist Ulrich Sendler. Ich glaube, die Frage der Digitalisierung, die ist jetzt hier angesprochen worden, die betrifft aber nicht nur die Automobilindustrie in der Form, wie Sie das gesagt haben, Frau Nallinger, dass die Automobilindustrie möglicherweise in Deutschland langsamer ist, als das Google und ihre kleine Firma ist, die ja nicht viel Autos produzieren.
Das betrifft Deutschland insgesamt. Und wenn die 360.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie wegfallen, dann werden sie nicht in der Automobilindustrie neue Arbeitsplätze dafür kriegen. Also es ist nicht nur eine Frage der Fortbildung und Weiterbildung in der Automobilindustrie. Die Aufgabe des Staates wäre jetzt dafür zu sorgen, weil wir jetzt ja schon wissen, dass das kommen wird, dass möglichst bald, möglichst an denselben Stellen, wo jetzt Arbeitsplätze bedroht sind, dafür gesorgt wird, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, die wir in der Zukunft brauchen. Und das könnten zum Beispiel Arbeitsplätze sein, wo Daten gesammelt werden, Daten genutzt werden, um Maschinenlernsysteme zu trainieren in den Orten für die Mobilität. Für alle möglichen Dinge könnten wir das gebrauchen. Und da fehlen mir im Moment die Perspektiven von Staatsseite. Gut, das ist jetzt nochmal die Frage nach der Industriepolitik. Also hier würde ich sagen, speziell nach der grünen Industriepolitik. Da an der Seite ist noch eine Frage und dann gehen wir erstmal zurück. Frau Brüning, Sie sind dann mit der Frage dran. Ja, Hartmann, mein Name. Also drei Kleinigkeiten, die vielleicht auch wichtig sind. Einmal, man weiß ja die Technologiefrage. Es gibt ja inzwischen schon Forschungen, die ziemlich weit sind, zu Flüssigspeichern, die etwa zehnfache Kapazität haben, wo man diese ganzen Lithium-Klumpen-Geschichten eventuell schon etwas zur Seite schieben könnte. Es würde mich interessieren, was Frau Brüning dazu sagt. Und zum anderen hätte ich, die Politik hat bisher auch, das wäre die Frage an Herrn Özdemir, keine soziale Aussage über eine Abfederung gemacht. Also die 107.000 Flüge von Beamten zwischen Berlin und Bonn betrifft es wahrscheinlich nicht, dass die persönlich sich angesprochen fühlen, sondern es betrifft alle sozial Schwachen, denen die Strompreise jetzt schon steigen. Und das wird natürlich ein Thema für die AfD und so weiter sein. Mit dem werden sie früher oder später konfrontiert sein. Sie können die Deutschen, wir haben zwar Truppen geschickt, um in Mali eben französische Uranlieferungen für die Atomkraftwerke mitzusichern, aber in Frankreich sind die Strompreise halt viel billiger und die werden halt hier hochgehen und das wird auch ein soziales Problem sein. Und das Dritte wäre eben, ich wohne also selber unter einem Haufen Mobilfunksendern. Das Leben hat in Milliarden von Jahren die Steuerung von Enzymen, von Muskeltätigkeiten auf Frequenzen entwickelt, die wir jetzt alle zu betonieren mit massiver gepulster Hochfrequenz. Und wir wundern uns über Insektensterben und solche Dinge. Es gibt keine Studie, wo Menschen dauerhaft mit gepulster Hochfrequenz beschossen worden sind. Also ich persönlich merke das jetzt. Ich spüre das zum Beispiel. Ich gehöre zum Beispiel zu diesen Menschen, die das erleben. Und das könnten bis 5-10% der Bevölkerung oder mehr sein, wenn sie okay, für Mobilfunk nochmal die Frage nach der Gesundheit. Wichtige Frage im Gesundheit, Zusammenhang mit Technologien mit Verkehr. Und soziale Abfederung. Ja, super, danke schön. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Erstens war ja noch die Frage, Leute, wie viel Augenwischerei ist eigentlich Sharing Economy und so weiter für einen Automobilhersteller? Wie viel wird Geschäft Wertschöpfung, gemacht? Ja. Also wie viel wird Geschäft gemacht? Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich vermute mal, dass die Schlagzeilen darüber, dass man damit nicht arg viel Geld verdient, wahrscheinlich richtig sind. Ja, das, was wir im Moment machen, also wenn Sie sich die Preise angucken, die aufgerufen werden für eine Minute fahren oder sowas, dann kann man sich dabei ausrechnen, dass das wahrscheinlich keine große Goldgrube ist. Aber wir sind natürlich daran beteiligt, nicht nur in Deutschland, sondern international, weil wir einfach Mitglied bei diesen Bewegungen sein müssen. Wir sind Autobauer. Und es ist aber kein Hobby, sondern tatsächliches Engagement, weil wir nicht von der Welle überrollt werden wollen. Ja, und natürlich lernen wir beim Carsharing auch viel über die Nutzer, über unsere Kunden. Wo fahren sie hin? Wann fahren sie hin? Wie kann man die Autos nutzen? Wie bewegt sich Verkehr in der Stadt? Diese Daten können wir alle sehr gut gebrauchen nachher fürs autonome Fahren. Wo gibt es wann wie viel Verkehr? Welche Hilfen helfen tatsächlich beim Fahren?
Und in manchen Städten, wie gesagt, ist vorauszusehen, dass es wahrscheinlich nur noch autonome Fahrdienstleistungen gibt. Und wenn wir das nicht mal selber ausprobiert haben und nicht selber sehen, was wir können und was wir eben auch nicht können. Und wir können einfach nicht alles, denn die großen amerikanischen Firmen sind darauf spezialisiert, sowas zu machen. Und wir bauen nebenbei noch Autos. Also man kann jetzt auch nicht von uns verlangen, dass wir die nächste Google-Plattform mindestens genauso gut bauen. Aber an der Ernsthaftigkeit dieser Unternehmungen würde ich überhaupt keinen Zweifel haben. Die werden auch ausgebreitet. Also wenn man so sieht, wie viele Menschen, wie viele meiner Kollegen alleine in diese Gebiete hineinrutschen, die sich jetzt damit beschäftigen, dann sieht man das auch schon manpowermäßig. Batterieforschung wollte ich sagen zu dem Herrn. Batterieforschung ist etwas, was wir betreiben, und da komme ich auch auf dich nochmal zu sprechen mit Akku. Es geht nicht unbedingt um die Herstellung, sondern so Wissen um die Herstellung. Und diese Forschung und Entwicklung, die betreiben wir, und da darf ich, glaube ich, da nehme ich jetzt mal alle in Haft, ja, die betreiben wir wirklich in Einzelzentren, in München am FITZ etc. Bei uns geht das so weit, dass wir wirklich den Batterieherstellern sagen können, wie, was in den Batterien zu sein hat, zu wie viel Prozent etc. Und das Wissen ist es. Ob man das nachher selber herstellen muss tatsächlich, ist die andere Frage. Aber da sind die Deutschen schon auch mit im Lead, würde ich so sagen. Ich finde jetzt, ich weiß, CATL stellt in Thüringen ein großes Werk hin, eine chinesische Batterieherstellung. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich freut das für Thüringen. Das gibt sehr viele Arbeitsplätze. Das ist genau das, was die ostdeutschen Bundesländer brauchen. Es ist auch ein Leuchtturmprojekt. Und dass es nun chinesisch ist, finde ich auch nicht so schlimm. Denn hier findet mal der Umkehrschluss statt. Chinesen kommen mit ihrer Technik her und lassen uns mal reingucken, wie es geht. Ja? Also ansonsten ist es ja immer umgekehrt. Und deswegen, ich glaube, dass die Grenzen der Produktion, die Produktion an sich ist nicht so wichtig. Man muss das Wissen haben, und das ist vorhanden. Gut, da lässt sich natürlich jetzt auf viele, viele Fragen anknüpfen. Die können Sie jetzt stellen. Es war aber noch die wichtige Frage, Cem, nach der grünen Industriepolitik. Was passiert mit einer gibt es eine politische, gesellschaftspolitische Gesamtvision, dass Leute von A nach B kommen in andere Bereiche, dass wir, wenn wir an Verkehrsträgerverlagerung schon mal allein denken, werden mehr Leute bei der Bahn zum Beispiel gebraucht, die vielleicht vorher in der Automobilindustrie gearbeitet haben. Was sind die Antworten? Und das in aller Kürze. Nur ein Beispiel. Wir geben Gott sei Dank jetzt mehr Geld aus für die Schiene, deutlich mehr wie in der Vergangenheit, wenn auch immer noch zu wenig. Aber wenn zum Beispiel beim Eisenbahnbundesamt nicht mehr Leute eingestellt werden, dann kriegen wir das nicht verbaut. So einfach können die Dinge sein. Oder wenn wir nicht eine vernünftige Planungsbeschleunigung hinbekommen, dann haben wir Planungshorizonte von 15 und mehr Jahren für die Eisenbahnprojekte. Wenn das zutrifft, was wir hier alle sagen, wie dramatisch die Klimakrise ist, dann sind das einfach Zeithorizonte, die viel zu lang sind. Also muss das eine in das andere greifen. Das ist nichts, wo man ein Zahnrad dreht und dann klappt das schon. Es gibt da nicht den archimedischen Punkt, mit dem man alles aushebeln kann. Sondern die Situation ist so dramatisch, dass wir viele, viele Dinge gleichzeitig tun müssen. Und das kann ich gerade noch nicht entdecken, dass es das gibt. Ich mache es mal vielleicht in einem Beispiel deutlich, weil du gerade neben mir stehst mit BMW. Ich erinnere mich an viele großartige Gespräche mit eurem ehemaligen CEO, Herrn Reithofer, der mich früher besucht hatte, als ich noch Bundesvorsitzender war und mir mit glasigen, funkelnden Augen erzählt hatte von der neuen i-Reihe. Von der Carbontechnik, wo ja eine von euch da richtig viel Geld in die Hand genommen und investiert hat. So, was ist passiert? Die haben sich darauf verlassen. Das ist nur so ein Beispiel, dass es nicht immer nur die Industrie ist. Die haben sich darauf verlassen, dass die Kanzlerin, als sie sagte, 1 Million Elektroautos, sich was dabei gedacht hat. Mit ihrem Verkehrsminister gesprochen hat, mit ihrem Finanzminister gesprochen hat, mit dem Kabinett zusammensaß und sagte, da gehen wir jetzt massiv rein, wir wollen da jetzt die Weltmarktführer sein, wir wollen das German Can Do zeigen, wir haben da vielleicht ein paar Jahre verloren, das holen wir jetzt alles auf. So, es ist nur nicht passiert, nichts ist passiert. Die haben bis heute noch nicht mal hingekriegt, und wir reden da über Leute, die sitzen im selben Kabinett. Also das sind jetzt nicht irgendwie die Nordkoreaner, die mit den Südkoreanern verhandeln müssten, sondern das Justizminister mit Verkehrsminister. Also manchmal bieten wir unsere guten Dienste an, um sprachlich zu helfen als Schwabe oder so. Vielleicht liegt es ja an Mundartdefiziten. Allein die Frage, dass sie für eine Wallbox, wenn sie die einbauen wollen, müssen alle Eigentümer einverstanden sein. Also das ist ja was, wo man denkt, das ist jetzt keine Rocket Science.
Das schaffen sogar wir. Das könntest du sogar schaffen, wenn du Generalsekretär bei der CSU warst. Selbst dann schaffst du sowas, dass die das irgendwie auf Konferenzen besprechen und als Erfolg feiern. Ehrlich gesagt lässt mich nicht gut schlafen. Weil ich denke, wenn die für das eine riesen Regierungskonferenz brauchen, wo die ganze Wirtschaft antanzt, wie wollen die dann die Transformation von diesem Industriezweig machen? Und vielleicht noch ein Beispiel zur Industriepolitik, wo jetzt wahnsinnig viel Geld mobilisiert wird, der Kohleausstieg. 20.000 Jobs. Und es sind alles wichtige Jobs. In der Windenergiebranche ist in einem Jahr sind mehr Jobs weggefallen. Da redet kein Schwein drüber. Es ist schon auch sehr selektiv, wie wir über Jobs reden. Zu Recht ist es wichtig, gerade in den Regionen. Aber ist die Windenergie nicht wichtig? Also da stimmen doch die Maßstäbe nicht. Jetzt haben die Ministerpräsidenten sehr erfolgreich lobbyiert für viele Milliarden. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen skeptisch, wo das Geld landet. Geht es wirklich in Projekte, die was mit Zukunft zu tun haben? Oder, und ich bin jetzt lang genug in der Politik, um das Geschäft zu kennen, oder sagen die jetzt, Scheibe, jetzt haben wir ganz viel Geld, jetzt haben wir viele Milliarden, was machen wir denn jetzt damit? Da guckt man in die Schubladen rein, sieht, ah, da haben wir doch noch ein Ausbauprogramm von der Straße, das könnte man eigentlich mal ausbauen, hat zwar noch nie sich gerechnet, macht vom Verkehrsaufkommen eigentlich auch keinen Sinn mehr, passt auch nicht in die Landschaft, aber wir haben gerade das Geld. So planen wir in Deutschland, nach wie vor. Und das muss sich dramatisch ändern, weil die Zeit sich dramatisch ändert. Und zu Ihrem Punkt nochmal, also ich bin jetzt nicht sicher, ob das Thema Sendemasten das größte Problem beim Insektensterben und bei den Bienen ist. Ich glaube, das hat schon auch noch ein bisschen was mit der Landwirtschaft zu tun, aber das ist jetzt nicht das Thema heute. Und zu dem anderen Punkt, das Preissignal alleine, das wird nicht reichen. Das sage ich jetzt auch an die eigene Adresse. Also wenn wir alles nur über den Preis gestalten wollen, aber das Angebot gleichzeitig nicht besser wird, reicht es nicht. Wir brauchen beides. Wir brauchen ein Preissignal und wir brauchen auf der anderen Seite eine Angebotsverbesserung bei den Alternativen. Also um es konkret zu machen, bei der Bahn beispielsweise, wenn man jetzt sagt, wir diskutieren da ja zu Recht drüber, die Preise müssen runter beim ÖPNV, richtig. Aber zugleich müssen die Kapazitäten wachsen. Wenn die Leute nicht pünktlich, zuverlässig, sauber vorankommen, dann wird der Preis alleine wird's nicht richten. Ja, jetzt wieder viele Fragen ergeben sich, aber Sie sind dran. Dann bin ich dran. Raimund Nowak bin ich, bin Geschäftsführer der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg. Ich habe sehr viel mit Elektromobilität zu tun, habe zwei Sätze gehört von Frau Brüning. Einer hat mir sehr gut gefallen, den hat aber auch jetzt ihren... Also Cem Özdemir mir schon aufgegriffen, ja, wird viel zu selten gesagt von der Automobilindustrie, finde ich, und auch von der Politik. Das ist ein doofes Wort, eigentlich alternativlos ist. Ja, entweder man passt sich an, ne, und dann hält man Arbeitsplätze oder man steckt den Kopf in den Sand und hat irgendwann gar nichts mehr. Der Satz, der mir nicht gefallen hat, war, dass Sie so gesagt haben, es wäre schwierig, Kommunen dazu zu bringen, in der Elektromobilität etwas zu tun. Ich will Ihnen mal sagen, ich glaube überhaupt nicht, dass es ein Hindernis gibt, in den Kommunen eine vernünftige Ladeinfrastruktur aufzubauen. Wollen Sie alle, bin ich ganz sicher. Es geht nur darum, dass man eine kluge aufbauen und nicht irgendwie nur Ladesäulenzählerei machen und sagen, wer hat die meisten, wer ist Weltmeister mit den meisten Ladepunkten oder wer hat das schnellste Gerät auf der Straße oder so. Darum geht es da ja. Da muss man klug machen, ist eine Menge Geld jetzt im Topf, hat man eine wunderbare Chance, das auch mit erneuerbarer Energie zu verbinden. Müssen auch alle Grünen verstehen, dass das irgendwas mit Energiewende zu tun hat, wenn man Elektrofahrzeuge auf den Markt bringt. Und da bin ich dabei, wissen Sie, Sie könnten sofort eine gewaltige Stückzahl von Fahrzeugen zum Beispiel in alle kommunalen Fuhrparks bringen. Müsste auch jeder Grüne dafür sein, weil die Fahrzeuge sind ja nicht, die fahren aus gutem Grund. Ja, weil es sind Dienstfahrzeuge, die unterwegs sind, die kann man nicht einfach substituieren. Sie finden überhaupt gar keine Fahrzeuge von deutschen Herstellern. Ich habe, glaube ich, die größte Elektroflotte für Kommunen in Deutschland. Das ist ein schlechtes Zeichen, weil wir es nebenbei machen, weil es gibt überhaupt keine Fahrzeuge, die da sind, die sie jetzt kriegen können. Ich komme gerade aus dem BMVI. Die Hälfte der Fahrzeuge, die für die Kommunen bewilligt sind, ja, wo schon Fördergeld da ist, sind ja gar nicht bestellt, weil sie gar nicht bestellbar sind. Das heißt, und das ist doch die Verantwortung, die jetzt die Industrie hat. Sie müssen es schaffen, Fahrzeuge zu bauen. Das müssen Sie im Pkw-Segment schaffen. Das schafft zurzeit nur
traurig, dass ich sagen muss, ist nicht Lokalpatriotismus, Volkswagen, die einzigen, die industriell jetzt produzieren. Und noch viel katastrophaler ist der letzte Satz, weil das viel zu selten gesagt wird, sieht es doch im Bussegment aus. Ja? Jede Stadt, deswegen sage ich den kommunalen Zugang, sie kriegen in jeder Stadt eine Mehrheit dafür, wenn sie sagen, künftig wollen wir nur noch Elektrobusse bestellen. Ja, die Beschlüsse sammle ich Ihnen in 10 Minuten in ganz Deutschland ein. Aber wenn Sie ein Jahr später kommen, werden Sie gar keinen neuen Bus finden, weil die sagen, wir konnten überhaupt keinen bestellen. Wir konnten, haben die Chance, vielleicht chinesische Produkte zu kaufen. Wenn das unsere Industriepolitik ist, ja, dass wir unsere Mittel, die wir einsetzen wollen für eine Elektrifizierung des Verkehrs, nach China überweisen, ja, dann sieht es düster aus. Okay, der Punkt ist, glaube ich, angekommen. Frau Brüning kann auch gleich darauf antworten, wenn noch eine weitere Äußerung wir gleich noch mit in die Antwortrunde nehmen. Ich wollte auch gerne noch mal darauf hinweisen, dass wie auch auf dem Podium vom Geschlechterverhältnis her ich mich freuen würde, wenn es auch so aus dem Publikum so wäre, aber Sie sind dran. Mein Name ist Hans-Josef Schukalla. Ich muss sagen, ich bin frustriert heute. Nicht, weil die Veranstaltung schlecht ist, sondern ich gehöre zu den Älteren. Aber in den 70er Jahren gab es das Buch des Club of Rome, Die Grenzen des Wachstums. Spätestens seitdem wissen wir eigentlich Bescheid, wohin es geht. Wenn ich diese Veranstaltung heute nehme, den ganzen Tag eigentlich, hätte die vor 15 oder 20 Jahren stattgefunden, hätte ich die fantastisch gefunden. Sie findet aber heute statt. Und es kommt keine Aufbruchstimmung auf. Frau Brüning, wenn Sie sagen, ein Auto hat 10,6, 10,7 Jahre Dauer und Sie denken an die E-Fuels, die unwahrscheinlich energieintensiv in der Herstellung sind, also lassen wir mal außen vor. Warum verdammt nochmal hat die Industrie nicht vor ein paar Jahren daran gedacht? Heute, die Dinge, die sie heute produzieren, die laufen in 2030 noch und die verhindern genau, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass mir irgendwann klarer wird, hier passiert tatsächlich ein Aufbruch und zwar da 1, 2, 3, 4, 5, 6 und vielleicht auch 100 Maßnahmen, aber diese Aufbruchstimmung fehlt. Es ist so ein, ja, das müssten wir machen, ich habe ganz viel können, müssten, sollten und da Ähnliches gehört. Und ich möchte eigentlich hören, wir machen. Und zwar machen durch ihren Einsatz, weil wir sind wie die Lemminge in Deutschland gelaufen. Wir laufen immer weiter auf den Felsen zu. Mhm. Und zum Schluss bleiben uns eben statt der 40 Jahre, die wir hatten, nur noch 10 Jahre. Und in den 10 Jahren sollen wir das erreichen. Und machen Sie mir mal klar, wie das passieren kann. Gut. Frau Brüning, Sie sind jetzt passiv angefragt, waren ja beide Äußerungen auch in eine ähnliche Richtung. Ist ja auch schon oft festgestellt, dass die deutsche Automobilindustrie vielleicht ein bisschen eher hätte anfangen müssen. Sie haben nochmal darauf hingewiesen, dass wir natürlich in den Vereinigten Staaten ganz andere Ausgangsbedingungen haben. Dass, wenn man vom Smartphone anfängt, über ein Auto nachzudenken, ist was anderes ist im Jahr 2019, als wenn man vom Auto anfängt, über ein Smartphone, ein rollendes nachzudenken. Trotzdem, Frau Nallinger sieht so aus, als möchte sie jetzt antworten. Naja, also, und Frau Brüning auch noch. Ja, ich gebe dann gerne gleich weiter. Also vollkommen richtig, was Sie gerade eingeworfen haben. Ich glaube, die Grundfrage, die wir uns stellen müssen, ist, wie Klimaschutz zum Geschäftsmodell wird. Wie Klimaschutz in den Automobilkonzernen zum Geschäftsmodell wird. Deswegen habe ich ja nach Carsharing gefragt. Es ist ja nicht so, dass die Automobilkonzerne das gar nicht machen wollen. Man sieht ja, dass sie erste Ansätze machen. Aber sie haben es nicht geschafft, dass es zum Geschäftsmodell geworden ist, dass wir Autos teilen, ja, was ja eine sinnvolle Idee, eine Grundidee ist. Also die Frage ist, die wir uns permanent stellen müssen, wie wird Klimaschutz zum Geschäftsmodell? Und da gefällt mir die Idee, Cem, von dir sehr gut zu sagen, wir brauchen einen nationalen Pakt, ja, von den Umweltverbänden, von der Industrie, von der Gesellschaft, von der Wissenschaft. Wir müssen Klimaschutz zum Geschäftsmodell machen, sonst kriegen wir den Drive nicht rein, den wir brauchen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Mhm. Wie wird Carsharing zum Geschäftsmodell? Ja, das ist die gleiche Frage, wie wird Carsharing zum Geschäftsmodell, wenn man darauf guckt, ob man 19 oder 15 Cent die Minute ausgeben muss und es dann vielleicht doch nicht macht.
ich will jetzt nicht sagen, wir sind ein Volk von Sparern, aber es wird doch sehr auf den Minutenpreis etc. geguckt und diese Autos gibt es einfach nicht umsonst. Ich glaube, wenn wir ins Carsharing reingegangen wären mit 2,50 Euro die Minute, dann hätten wir ein Geschäftsmodell, aber keine Kunden mehr. Also bewegen wir uns so ein bisschen aufeinander zu, ländlich, städtisch, nach Uhrzeiten oder nach Kilometern. Das muss man ausprobieren und das geht alles nicht schnell, weil es vor allen Dingen im Moment ein Verlust ist. Und das Gleiche ist ja die Sache mit den Ladesäulen. Natürlich könnten wir längst hier überall 100.000 von Ladesäulen haben, wenn man mit den Ladesäulen Geld verdienen würde und an jeder Ladesäule 1.000 Euro verdienen würde, dann könnten wir uns gar nicht mehr retten vor Ladesäulen. Nur bei den Ladesäulen ist es eben genauso, der Business Case ist nicht wirklich da und das muss man rausfinden. Brauchen wir da einen anderen politischen Rahmen? Wäre es dann möglich? Ich glaube, es mendelt sich gerade aus. Ja? Mhm. Denn wir haben ja, es gibt ja den Beschluss von Montagabend, dass sich die Automobilindustrie an 15.000 Ladesäulen aufbaut, auch für die Mitarbeiter und öffentlich etc. Man bewegt sich da aufeinander zu. Da kann man natürlich sagen, das hätte da vor 10 Jahren tun sollen. Nur wenn wir vor 10 Jahren den i3 gebaut hätten, dann hätte ihn erst recht keiner gekauft. Ja, damit will ich nicht sagen, dass ihn keiner kauft, aber es ist kein Geheimnis, dass es jetzt nicht die Verkaufsbombe geworden ist, weil die ganzen anderen Infrastrukturen eben noch nicht da waren. Das ewige Henne-Ei-Problem, müssen wir erst Ladesäulen bauen und dann kommen die Elektroautos oder brauchen wir ganz viele Elektroautos, damit die Energieversorger und wir Ladesäulen aufbauen, die haben wir damals in die Hand genommen, haben gesagt, und das ist immerhin 7 Jahre her, wir setzen jetzt mal so ein i3 auf die Straße. Ja, und das war ein interessantes Auto, aber es gab keine Ladesäulen, dann die Reichweitenangst und. Diese ganze Diskussion kennen wir bis zum Ende. Aber ich glaube, ja, den muss ich einfach so sagen, es gibt ja auch andere Automobilunternehmen, die gerade so am Montag ein ziemliches Zeichen gesetzt haben. Und dass man da schon sagen wir mal, den Gong gehört hat, der ist auch bei den anderen Automobilunternehmen nicht ungehört geblieben. Wird kommen, wird anders kommen. Jeder hat seine eigene Strategie dafür. Und ich glaube aber, dass, das sage ich jetzt voller Überzeugung, das ist jetzt nicht so eine Plattitüde. Wir sind da auf dem richtigen Weg. Und zwar mit sehr viel mehr Inbrunst, als wir das noch vor 3-4 Jahren gewesen sind. Cem, an dich nochmal abschließend die Frage. Was würde in einem Koalitionsvertrag, du hast das Thema grüne Regierungsbeteiligung angesprochen, was würde unter grüner Handschrift, mit grüner Handschrift in einem Koalitionsvertrag zum Thema Mobilitätswende drinstehen? Und das ganz kurz, ich versuche mich mal auf 2 Sachen zu beschränken. Zum einen wäre das tatsächlich so ein bisschen in Anlehnung an das, was Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg mit seinem Mobilitätsdialog gemacht hat, das, was ich hier versucht habe vorher zu sagen, so schnell wie möglich alle Entscheidungsträger zusammenholen an einen Tisch und dann versuchen, eine breite Verständigung zu erzielen und die dann operationalisieren mit Fernzielen, mittelfristigen und kurzfristigen Zielen und das dann exekutieren, Bund, Länder, Kommunen, möglichst bitteschön, da haben wir jetzt heute gar nicht drüber gesprochen, europäisch. Das wäre jetzt zum Beispiel auch ganz spannend, so ein CO2-Bepreisungsmodell hätte man auch mit Frankreich zusammen machen können. Wäre ja auch eine Option gewesen. Macron war dazu bereit, er hat nur aus Berlin ewig lang keine Antwort bekommen. Also das wäre, glaube ich, ganz entscheidend. In all den Ländern, die in Teilbereichen oder insgesamt weiter vorangeschritten sind, Dänemark und Schweiz, wo ich es mir jetzt näher habe anschauen können, ist es so, da gab es irgendwann eine bewusste Entscheidung, in der Breite getragen, in Dänemark beispielsweise, in der Stadt, die klare Präferenz fürs Fahrrad. Und das hat man dann politisch entsprechend durchgezogen. In der Schweiz eine klare Entscheidung, dass die Schiene das Rückgrat der Mobilität ist. Und zwar nicht beschränkt auf wenige Großstädte, sondern in der Fläche. In der Schweiz wohlgemerkt, war eine politische Entscheidung und dem folgte dann die Finanzierung, dem folgte dann Planungsstruktur und so weiter und sowas. In der Art brauchen wir meines Erachtens in Deutschland. Da wird es Dinge geben, die werden wir gemeinsam machen. Da wird es aber auch Dinge geben, da werden wir möglicherweise ärgern. Stichwort Dieselprivileg. Ich will es vielleicht abschließend so formulieren. Es braucht, glaube ich, hier oben einen Mentalitätswandel. Und zwar in der Wirtschaft wie in der Politik. Ich meine jetzt Anwesende nicht, aber lange Zeit war es doch so, die Mentalität war so, die Automobilindustrie tut so, als ob sie Produkte herstellt, die das einhalten, was der Gesetzgeber möchte. Und der Gesetzgeber tut so, als ob er kontrollieren würde.
Und beide blinzeln sich so ein bisschen zu und sagen, wir verstehen uns, gell? So ein bisschen wie bei der Pate. Wir wissen, wie das Spiel läuft, das wird schon keiner merken. Und darauf einen Industriezweig aufzubauen, von dem wir uns ja einig sind, dass eine Leitindustrie für Deutschlands wirtschaftliche Zukunft ist, das ist schon grob fahrlässig. Und zu hoffen, niemand merkt's. Das hat nun nicht geklappt, wie man an der amerikanischen Umweltbehörde sieht. Jetzt könnte man sagen, wenn man zynisch ist, wieso, Trump hat doch dafür gesorgt, dass die amerikanische Umweltbehörde nie wieder einen Skandal aufdecken will. Aber selbst darauf würde ich mich nicht verlassen. Also es lohnt sich tatsächlich, diese Grenzwerte, die es jetzt gibt europäisch, die erzwingen das ja, wenn wir ehrlich sind. Warum diskutieren wir hier das? Weil Brüssel Grenzwerte festgesetzt hat, die mit dem fossilen Verbrenner nicht zu erreichen sind, schlicht und ergreifend. Und darum sind die jetzt alle im Turbogang nervös und unterwegs, weil sie wissen, sonst gibt es halt dramatische Strafzahlungen, die keiner zahlen möchte. Und deshalb müssen wir jetzt eben getreu dem lutherschen Motto, der Ort, wo du stehst, ist der Ort deiner Tat. Ich dachte, bei jemand, der vom Kirchentag kommt, muss ich jetzt nur ein Luther-Zitat einbauen. Ich dachte, das heißt, hier stehe ich nun gar nicht anders. Ja, es gibt verschiedene Zitate von Luther. Der hat einiges gesagt, so, darunter auch welches, was man hier nicht sagen sollte. Gut, dazu komme ich gleich, zu dem, was man nicht sagen sollte. Vorher will ich sagen, wir sind am Ende eines langen Tages. Wir machen jetzt mal rund. Ich glaube, alle drei rennen jetzt nicht sofort weg. Kann vielleicht noch die eine oder andere Frage auch gestellt werden. Vor allem okay, wir nehmen noch Richtung. Eine, nur weil Sie es sind, eine Wortmeldung nehmen wir noch. Und dann machen wir Schluss und ich lade Sie zu lutherschem Essen ein. Schon ausgestellt? Jetzt, ja. Okay. Ja, ich bleibe sitzen. Ich wollte so eben mal fragen, die ist ein bisschen heikel, die Frage, aber Sie sind jetzt als Vertreter der Auto- oder als Vertreterin der Autoindustrie da. Von VW wollte oder konnte keiner kommen oder... Ach so. Gut, also dann stell dich zum... Ja, okay, gut. Dann stell dich zum Schluss mal eine vielleicht politisch unkorrekte Frage. Was jetzt sozusagen VW da mit diesem sogenannten Dieselschummelgeschichte angelastet wurde, hat sich ja gezeigt, ist bei anderen ähnlich. Aber ich wollte jetzt zum Schluss wirklich mal die Frage stellen, wie intensiv investiert denn jetzt eigentlich VW in Elektromobilität? Ja, ich meine jetzt im Verhältnis zu BMW. Kann man das sagen? Also VW ist ein sehr viel größerer Konzern, insofern kann man das nicht wirklich vergleichen, denke ich. Aber wir wissen alle, und da muss ich dem Kollegen wirklich mal beiseite springen, wir wissen alle, dass da am Montag in Zwickau ein richtig großes Werk eröffnet wurde. Ja, also kann ich auch mit bei aller Loyalität zu meinem Unternehmen, muss ich das einfach anerkennen, das ist gut. Und wir investieren auch in Elektromobilität. Wir haben nur ein bisschen einen anderen Weg. Wir machen sowohl reine Elektromobilität als auch eben Plugins, auf die wir mehr setzen. Dann, es gibt verschiedene Wege. Ja. Dann darf ich vielleicht mit dem Bonmot wirklich tatsächlich jetzt zufällig zum Schluss enden, weil wir haben soeben das Stichwort Pendeln, das hatten Sie angesprochen, nicht? Weil in Berlin wird offensiv vom VW-Konzern mit einer Werbekampagne geworben, fahrt mehr Bahn, pendelt nach Wolfsburg. Das heißt, man will jetzt sozusagen eine ökologische, bessere Technologie damit konstruieren, dass man Leute animiert, genau das zu tun, aus meiner Sicht, was absolut unökologisch ist, nämlich von Berlin nach Wolfsburg zu pendeln. Das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Die arbeiten da. Ja, das ist klar. Gut, aber das ganze Thema der vollen ICEs morgens zwischen Berlin, Wolfsburg und Braunschweig können wir jetzt heute jetzt nicht auch noch mit hineinnehmen. Sie haben einen langen Tag hinter sich. Danke, dass Sie durchgehalten haben. Der Wandel muss gestaltet werden und kann nicht einfach, wir wollen nicht von überrollt werden. Von meiner Seite ein ganz herzliches Dankeschön an Sie drei. Es war eine intensive Diskussion, auch mit spannenden Fragen. Sie sind zu zwei Dingen eingeladen. Einmal gibt es unten noch ein kleines Get-Together, zu dem Sie sehr gerne bleiben können. Und bitte schauen Sie von dieser Seite an unser Haus. Wir haben eine wahnsinnsgeile Lichtinstallation, ehrlich gestanden, die einzige mit einer wirklich politischen Aussage in dieser ganzen Stadt, die sich ja vor allem auf Events versteht. Aber unseres ist wirklich besonders. Gehen Sie raus, gibt auch einen Schluck Tee draußen, gucken Sie sich das an, eine Installation zu 30 Jahre friedliche Revolution. Und wenn Sie noch Fragen haben an die drei, an Cem Özdemir, vielen Dank, an Nicola Brüning, an Sabine Nallinger, gerne jetzt noch zwei Minuten im Anschluss und unten noch beim bisschen was zu essen. Vielen Dank, dass Sie den ganzen Tag da waren.